Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Beamish Drive. Ja, wir befinden uns, nachdem wir in der letzten Folge auf Dry Rock Island ein bisschen rumgefahren sind. Jetzt mal auf, warte, ich muss kurz den Controller einstecken. Da, Controller One connected. Mal auf Small. Wartet. Ja. So, Steiger antwortet. Ich weiß nicht mal, ob ihr es seht. Jedenfalls mal auf Small Island wieder. Also da waren wir auch schon längere Zeit nicht mehr. War es nicht inzwischenzeitlich mal Herbst? Ach nee, es war glaube ich Herbst. Es ist wieder in den Sommer gesetzt. Ja, und ich dachte mir, komm, wir fahren mal wieder mit dem D15 hier rum. Also ziemlich dem klassischsten Auto in BeamNG. Das ist ja auch der Demo-Wagen. Falls ihr in der Demo interessiert seid, gibt es übrigens unten in der Videobeschreibung den Link dazu. Oh. Oh. So. Und übrigens ja auch Link zu dem, in der Beschreibung ist natürlich auch zu einigen Mods und zum Formular, wo ihr Wünsche und Vorschläge für BeamNG einsenden könnt. Also falls ihr einen Vorschlag habt, was ich mal tun soll, einfach da unten in das Formular eintragen und schon besteht die Chance, dass ich es machen werde. Oh, auf jeden Fall, die ist viel enger, die Straße hier. Und viel, naja, schwieriger zu befahren, da sie holprig ist, sondern ist hier durch den kleinen Tunnel. Oh, da sind wir gleich so geknallt. Oh, shit. Oh, verdammt. Und da geht's rollend den Berg runter schon. Ging relativ schnell. Komm, wir wechseln aber mal doch lieber wieder auf den... Na, wo ist der? 2006er. Mitsubishi Lancer Evolution 9. Und wir fahren mal nach hinten. Da fahren wir eigentlich fast nie lang. Mir ist aufgefallen, dass die Kamera in dem Mitsubishi sehr niedrig ist. Und sozusagen sieht man nicht unmittelbar vor allem die Objekte, nicht so wie beim D15 oder so. So, hier drunter durch. Versuche möglichst schnell durchzufahren, als wäre es ein Rally. Oh, und Überschlag. Noch ein Überschlag. Aber wir landen auf den Rädern. Und dank Überrollkäfig ist uns nicht viel passiert. Ich hoffe, dem Rad geht es gut, dass da ein bisschen rausguckt. So, und jetzt hier drunter. So. Hehe, shit. Ah, da können wir noch fahren, ja, oder? Oder haben wir irgendwie die Tür jetzt gerade erwischt? Boah, der sieht böse aus, der Wagen. Ja, nicht so nett. Aber solange er fährt, ist er noch zu gebrauchen, ne? Fährt aber nach links. Deshalb sofort in den Graben. Schnell wieder UI machen. Und nach rechts lenken. Links hoch. Und jetzt gleich über die Kuppe zwischen den Bäumen durch. Sprung. Runter. Und jetzt gibt es noch Vollgas mit 110 km durch. Und da ist ein Stein und da ist ein Baum. Und wir sind eingequetscht worden. Und haben unser Auto ein bisschen gerackt. Runter und links, das sind wir auch sehr selten gefahren. Man fährt eigentlich hauptsächlich unten rechts, fällt mir auf. Die meisten Leute machen es irgendwie immer so. Wir auch. Oh, shit. Oh, oh, oh. Ja, in diesen beiden Folgen, also in der heutigen und der letzten, gibt es halt eben viele First-Person-Crashes. Ja, böse beschädigt. Müsste man viel austauschen. Problem ist halt eben, durch die ganzen Pflanzen sieht man in den Kurven nicht, ob da irgendwo links was ist, wo man gegenstoßen könnte. Das ist eben so eine Schwierigkeit auf dieser Map. Alles so gewachsen. Und natürlich eng. Wobei das eng, das geht hier meistens doch. Man sieht ja eben die Kurven schlecht. Oh, 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 oh. Überschlag wieder. Oh. Boah, das muss mit Oculus Rift so eklig sein, aber ich freue mich drauf. Oh. Bis ins Wasser gerutscht. Gerollt. Und unser Kofferraum ist total zerstört. Aber wir können auch rausfahren aus dem Wasser. Ist doch wenigstens etwas. Aber dann nehmen wir doch mal den klassischen Weg runter recht. Werden die nächste Abzweigung mal nehmen. Gleich sind die Bubble Crash sind. Ob es einklemmt, keine Ahnung. Aber wir springen einfach mal hier rüber. Bam. Nein, das wollte ich nicht. Ich habe den falschen Button gedrückt. Egal. So, und jetzt geht's hier natürlich mit 100
87 km/h auf dem Boden. Ja. Da springt der Reifen. Wisst ihr was? Wir nehmen mal was Neues und. Also nicht Neues, sondern. Wir nehmen mal wieder den Sweater Bowlight, also die Plane. Den Plane. Der Deep Plane, ja. Rock Plane Bowlight. Dual Rockets. Lautsprecher aus. Was ist das wieder? Warum will er die nicht? Jetzt will er sie. So. Und jetzt wollen wir mal. Nein, damit geben wir Gas. So. Gas und hochziehen. Und einen kleinen Tiefflug bereiten wir mal vor. Tief über das Wasser. Kommen wir da eigentlich um. Wir haben zumindest sowas hier vorne, was so ein bisschen wie Flossen sein können. Okay, nein, wir zerbacken ja unser Auto. Mit IJ war das. Wir müssen mal eine leichte Notwasserung können wir mal machen. Was natürlich schlecht geht, da wir automatisch untergehen. Okay, und das Wasser, das Fahrzeug ist alles andere als wasserkompatibel. Das heißt, sobald wir auf dem Wasser sind, beziehungsweise das Wasser berühren, crashen wir schon. Muss das neu starten. Hier, guckt. Ach, die Flügel sind das, die nicht wollen. Hey, wir sind ein bisschen blöd. Ey, nein. So. Dann sollten wir vielleicht, wenn wir einen Tiefflug machen sollten, dann übers Land, da ist es aber schwerer, weil es da Felsen gibt, wie zum Beispiel den hier. Der hat uns gerade ein bisschen geküsst. Hey, wir sind relativ weich gelandet. Aber trotzdem ist unser Motor Schrott. Das ist natürlich schade. Komm, wir versuchen mal zu starten, ohne das Triebwerk zu benutzen. Was ganz klar geht, jetzt müssen wir halt eben nur so machen. Boah, immer die Tasten zu finden, ist ein bisschen schwer. Okay, es war klar. Es war klar, dass das nicht geht. So. Dann mal einen Tiefflug an diesem. Eigentlich Tiefflug. Ich hab's noch einen Tiefflug. Ein Flug über diesen kleinen Berg. Eindrehen und jetzt runter. Noch niedriger, ja. So. Oh. Shit. Upsala, upsala. Oh, und da. Kommen wir jetzt nochmal schneller, 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 schneller. Schneller. Oh, das wird viel zum Bug führen. Ja, führt es auch wieder. So, oh, schnell noch hochgezogen vor dem kleinen Steiner. Warum soll ich nicht noch hier? Oh nein, da ist ein Baum. Oh, das haben wir geschafft. Oh fuck, da sind wir auch nochmal aufgefallen. Oh, da wird es nochmal aufgefallen. Aber Hauptsache, das Flugzeug fliegt noch. Okay, okay, jetzt mal simulieren, dass unser. Wir bringen uns ein bisschen auf Höhe und dann tun wir so, als wäre unser Triebwerk ausgefallen. Und eigentlich sind unsere Steuerungselemente ein bisschen kaputt. Und unsere Steuern gehen nicht mehr so gut. Okay, das wird nichts. Verdammt. Ich wollte so ein schön. Nein. Was zur Hölle? Warum? Was? Was? Hallo? Was war das denn? Warum? Jumpt das gerade immer wieder an und aus? Warte, jumpt es gerade so häufig hin und her? Ich glaube, irgendwie ist gerade meine Tasse da zerbackt oder das Spiel. Hallo? Geht's jetzt? Nein. Willst du mich verarschen? Jedenfalls, das scheint gerade irgendwie ein Problem zu sein. Ich weiß nicht, was es ist. Auf jeden Fall, ich bedanke mich, wenn es schon hoffentlich gefallen hat. Falls ihr günstige Spieler haben wollt, dann könnt ihr unten in der Beschreibung auf den zu Fast Play gehen. Da kriegt ihr nämlich eigentlich so ziemlich die günstigsten Preise mit. Da kaufe ich unter anderem auch meine Spiele und ihr unterstützt mich dabei, wenn ihr da kauft. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffentlich gefallen hat. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer DCG. Ciao.